ja, mit diversen Mythen umwogene Pflanze ist die Eibe, Taxus baccata. Wir sehen überall allerhand Exemplare. Wer sich vielleicht auch noch vor das Hochwasser 2002 erinnern kann, an den Zustand der Gartenlage im Neomuseum. Es gab natürlich noch einige Eiben mehr. Die älteste Eibe schätzt man auf ungefähr, ja, ich sag mal, das ist ein bisschen schwierig zu schätzen. Die älteste Eibe nicht hier im Luisium, sondern überhaupt. Man hat ursprünglich davon auch gedacht, dass es der älteste Baum der Erde ist. Ist die sogenannte Fortingale Jew. Die Fortingale Jew ist auf einem schottischen oder befindet sich auf einem schottischen Friedhof und umdeckt oder ja, ich sag mal so, mit dem Blattwerk umdeckt sie oder umfasst sie den ganzen Friedhof. Das heißt, die ganze Friedhofsmauer, die darunter liegenden Gräber sind alle bedeckt mit dieser einen Eibe. Und man schätzt diese Eibe auf zwischen 3.000 bis 7.000, ja, nee, halt zwischen 3.000 und 5.000 Jahre alt. In der griechischen und römischen Mythologie war die Eibe auch bekannt. Und zwar, wir alle wissen, die Eibe ist giftig, ist hochgradig giftig, bis auf diese kleine rote Arillusfrucht, Scheinfrucht, die man essen kann. Ist relativ süß und klebrig, schmeckt, man hat aber meistens dann die ganze Finger voll kleben, ist die Eibe hochgradig giftig. Also sprich, man sollte halt keine Pflanzenteile dort verzehren. Und die Eiben sehen wir ebenfalls in kleinen Alleen oder in kleinen Gehölzreihen bepflanzt. Was war denn ebenfalls mit Eiben bepflanzt? Ebenfalls mit Eiben bepflanzt war der Weg zur Unterwelt. Der war links und rechts, war der mit Eiben halt besäumt. Und sie gilt halt nach wie vor als todbringender Baum, die Eibe, und wird an vielen heiligen Orten, wie ich gerade schon sagte, zum Beispiel auf Friedhöfen und dergleichen, auch gepflanzt. Unter anderem wurden auch gewisse Zeremonien unter Eiben damals halt, ja, abgehandelt. Ja, die Eibe ist ein immergrüner Baum. Und das ist eben das Wechselspiel zwischen Leben und Tod, nicht? Das Immergrüne ist eben das Leben nach dem Tode, wovon ja die Menschen seit Beginn ihrer Ära träumen. Es ist todbringend, aber wunderschön. Und wir haben seit einiger Zeit, habe ich, und ich gebe es gerne weiter, die Gelegenheit, in die Bäume hineinschauen zu können. Was meint er denn damit? Also wir gucken jetzt in die Bäume rein. Nee, wir gucken mal in den Baum hinein, wie wunderschön er innen ist. Und im Woodbook gibt es 350 Holzarten beschrieben, Gehölzarten beschrieben. Und wir gucken in den Stamm der Eibe hinein. Jürgen Ludwig ist einer, ein Holzgestalter, der Mann in der hellen Jacke, der Verführer zur Flora Mythologica, der ja, arbeitet daraus wunderschöne Kunstobjekte. Wenn Sie ihn mal in seiner Werkstatt besuchen, werden Sie dieses und vieles andere sehen. Und auf seiner Homepage, die heißt www.touchwood.de. Da hat er nicht von dort, vom Taxus, aber er hat Makroaufnahmen von Holz dort eingestellt. Wunderschön, also in hundertfacher Vergrößerung etwa, guckt man sich das Holz an und staunt über die Strukturen, die da offenbar werden. Haben Sie viel Spaß daran. Mit Sichtachsen wird hier unglaublich viel gearbeitet und hier ist ein Punkt, den habe ich gerade jetzt für Sie entdeckt. Und zwar hier ganz prominent das Haus des Hofgärtners. Das ist ja hier ein villenartiges Anwesen, nicht? Haus des Hofgärtners im 18. Jahrhundert im neugotischen Stil. Heute sind Büros und oben Wohnung. Dann hier ganz prachtvoll vor uns das Palmenhaus, was zur Unterbringung der exotischen
Pflanzen im 18. Jahrhundert errichtet wurde. 1922 abgebrannt und detailgetreu wieder nachgebaut, wieder errichtet. Dazwischen die Feldflächen, der Obstgarten. Das Nützliche ist auch hier mit dem Schönen verbunden. Das sollte man sich mal also als Lebensmotto merken. Das Nützliche mit dem Schönen verbinden. Hier im westlichen Bereich der Wörlitzer Anlagen entstand der Flora-Garten um den Flora-Tempel herum. Also am ursprünglichen Standort des Flora-Tempels stand mal eine hölzerne Laube, also eine bewachsene hölzerne Laube. Die haben wir jetzt, nur als kleine Info am Rande, linke Hand wurde die hier nachgebildet. Also am ursprünglichen Standort des Flora-Tempels, bevor der Flora-Tempel errichtet wurde, befand sich diese hölzerne Laube. Und direkt dahinter ist eines unserer größten Exemplare, die wir hier in der Gartenanlage stehen haben. Und zwar ist das der sogenannte Baum der Aufklärung, der sich dort befindet. Das ist zu Latein die Populus Nigra Italica, das ist die Lombardpappel oder italienische Säulenpappel auch genannt. Lombard, weil die wurde in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde die in Lombardien entdeckt und dann wurde die halt weiter verbreitet. Es gibt männliche und weibliche Exemplare und wie das so ist, wie kann man einen Unterschied erkennen? Ich hoffe, ich drehe jetzt gehen zu nah, aber die Männchen sind alle ein klein bisschen schlanker und die weiblichen Exemplare gehen mehr in die Breite. Man findet in unserer Region, also jedenfalls alle Gartenanlagen, die wir betreuen, findet man keine weiblichen Exemplare. Das sind alles männliche und die werden alle vegetativ vermehrt, also sprich immer von einer und derselben Pflanze weiter geklont. Und ja, ist ein ganz, ganz wichtiges Gestaltungsmittel hier bei uns in Wörlitz Anlagen. Wurde unter anderem auch in Alleen gepflanzt und würde nicht so, wie wir das heute das machen, wenn halt ein Ausfall in der Allee ist, dass wir punktuell nachpflanzen. Nee, wurden damals die Alleen gänzlich gerodet und wurden gänzlich neu aufgepflanzt. Schon ab 17., 18. Jahrhundert? Nee, die ist erst unter Fürst Franz ist die hierher gekommen. Also erst Mitte 18. Jahrhundert. Vorher war die noch gar nicht entdeckt. Also die wurde erstmals, also die wurde dort in Lombardien, wurde die entdeckt in dieser Region und wurde hierher nach Deutschland gebracht und wurde vor allen Dingen hier bei uns mit zuerst hergebracht und wurde dann in Deutschland überall weiter kultiviert. Man sieht es ja überall jetzt stehen und in dem Sinne. War damals erstmals hier in Wörlitz und Umgebung. Hier im ursprünglichen Flora-Tempel haben wir als wichtiges Gestaltungselement neben dem Tempel für die Göttin der Blumen dieses Theater, das sogenannte Blumentheater. Auf den Rängen standen in damaliger Zeit, das ist überliefert, die diversen Stauden nach jahreszeitlichem Angebot und da wurde förmlich Theater mitgespielt, also praktisch über Nacht konnten neue Töpfe zur Überraschung der staunenden Gäste hier aufgestellt werden. Das ist so unglaublich aufwendig, dass wir das in der heutigen Zeit ein bisschen reduzieren müssen. Wir sehen hier gerade in dem schönen Licht die leuchtenden Steine. Das hat zwar heute nichts mit Flora und Mythologie zu tun, aber das macht nichts. Sie sehen hier diese sarkophagähnlichen Pflanzkübel aus Sandstein. Der kommt aus Sachsen, aus dem Pirnaischen Raum. Sie sehen hier im Sonnenlicht diese seltsamen hellen Strukturen hier. Das ist versteinerter Kalkschlamm aus dem Mittelalter, aus dem Trias, kommt aus dem Gröner Gebiet, also bei Bernburg gibt es da Steinbrüche. Sie müssen sich vorstellen, wenn eine Pfütze austrocknet und der Schlamm am Boden der Pfütze, der trocknet durch die Sonne auf und reißt dann so auf, genau das sehen Sie. Nur das Ganze hat ungefähr vor 300 Millionen Jahren stattgefunden. Das nur mal zum kleinen geologischen Aspekt. Wir hatten ja schon hier geologische Sonderführungen und haben festgestellt, dass der Fürst also so ein unglaublich vielseitig interessierter Mensch gewesen ist.
dass das eine gute Ausrede in der heutigen Zeit ist, warum es da noch keine Biografie dieses Alleskönners gibt. Man muss erstmal sich einen Überblick verschaffen. Er muss ein gigantisches Wissen gehabt haben. Und vor allen Dingen, er lässt uns daran teilhaben. Das ist ja schön, nicht? Er öffnet seine Gärten, er öffnet seine Häuser für uns, zu unserem Vergnügen und zu unserer Belehrung. Nicht? So, und ich glaube, jetzt bittet die Göttin Flora uns um Aufmerksamkeit. Vollendet nach zwei Vorbildern, die wir kennen. Einmal gibt es im Kirchenstaat in der Nähe von Spoleto den sogenannten Clitunno-Tempel, der Tempel des Flussgottes Clitumnus, der schon bald in eine frühchristliche Kirche umgewandelt wurde, heute noch steht. Nach diesem Vorbild wurde ein Casino, ein kleines Häuschen, ein kleiner Tempel im Park von Wilton in Wiltshire errichtet. Der steht heute noch. Beides wurde mehrfach publiziert. Der Clitunnus-Tempel und das Casino in Wilton. Und es gab die Inspiration für diesen Tempel. Im westlichen Bereich der Wörlitzer Anlagen gelegen, vollkommen richtig und logisch, wenn man den mythologischen Zusammenhang kennt. Denn Flora ist verbandelt mit dem Westwind, Zephyr. Im Westen, Zephyr. Im Tempel der Flora stehen wir. Ursprünglich war es ein Musikpavillon, das Mobiliar zum Musizieren, also ein Notenpulttisch. Und die Stühle für die Musiker sind erhalten. Uwe sagt es, oder hat es vorhin schon vorab genommen. Also das waren wirklich alles Pflanzen, die auch hier kultiviert wurden und die man halt jetzt nicht als Fantasiegebilde halt hier dargestellt hat. Wir sehen zum Beispiel hier an diesen Ranken sehen wir Geißblatt. Finden wir immer wieder Geißblatt. Geißblatt ist so Latein, Nizara, ist bei uns heimisch. Ist in dem Sinn jetzt nicht mit einem sehr interessanten Mythos behaftet. Wir finden kleine Studentenblumen, finden wir hier in diesen Gestecken zum Beispiel dort oben. Wir finden Chrysanthemen, wir finden Rosen, wir finden hier drüben in diesen Gestecken rechte Hand rosa, dort oben finden wir Ranunkeln. Also alles verschiedene Pflanzenarten, die damals hier auch schon kultiviert wurden und hier im Umfeld vom Flora-Tempel auch dargestellt wurden. Und diverse Pflanzen haben natürlich auch eine gewisse Bedeutung, Symbolik. Zum Beispiel steht eine Chrysantheme, ist die sogenannte Schicksalsblume. Also sie ist aufgrund der Dauerhaftigkeit, weil eine Chrysantheme unheimlich lange blüht jetzt in der Vase. Und eine Chrysantheme zum Beispiel verbirgt auch Hoffnung auf eine neue Liebe oder auf eine bestehende Liebe. Des Weiteren finden wir zum Beispiel die Ranunkel, was ich gerade schon sagte, dort oben rechter Hand in diesem Gesteck, rosafarben. Die Ranunkel ist zum Beispiel die Pflanze der Romantik, also die Blume der Romantik wird die Ranunkel halt bezeichnet. Ja. Noch was zu Flora vielleicht, die Göttin der Blumen und Blüten.
Nach der Legende soll es eine Prostituierte gewesen sein, die dann zur Göttlichkeit erhoben wurde durch Zephyr. Chloris war ihr ursprünglicher griechischer Name. Chloris, die Grüne, Chlorophyll. So einfach ist das. Und ihr zu Ehren wurden in Rom die sogenannten Floralien abgehalten. Das müssen sehr ausgelassene Feste gewesen sein, wo auch Prostituierte eine gewisse Rolle spielten, wo nackte, halbnackte Damen durch die Straßen rannten, wo die reichen Römer die armen Römer und Römerinnen beköstigen mussten. Und diese fanden eben gegen Ende des April bis in den Mai hinein statt. Und das ist eben praktisch dann der Wonnemonat, der Tanz in den Mai. Das hat also alles diese Ursprünge in der Antike. Wir sehen hier diverse Vasen, wo die Pflanzen drin stehen, oder auch hier eine schwarze mit weißem Relief. Das ist die berühmteste antike Glasvase, die sogenannte Portland-Vase. Die Geschichte geht so: Es gab eine Prinzessin Barberini in Rom, eine spielsüchtige Dame Mitte des 18. Jahrhunderts. Und die verspielte ihr Geld und musste ihre Kunstsammlung versetzen unter diesen, die berühmte Barberini-Vase. Genau diese. Und die war praktisch nur für Stunden auf dem Markt. Dann wurde sie schon gekauft, von einem zweiten Mann gekauft, dessen Name hier mit Wörlitz eng verbunden ist, von Sir William, Hamilton, ja natürlich. Der schaffte sie geschwind außer Landes, aus Italien heraus, nach England. Dort führte er sie, die Vase, einem antikesüchtigen Sammler vor, das war der Herzog von Portland. Daher hat sie dann ihren heutigen Namen erhalten, die Portland-Vase. Und wer ein Wedgwood-Gefäß hat, in Creamware oder anderer Herkunft, und dreht mal den Boden nach oben, der wird als Signet der Firma Wedgwood die Portland-Vase finden. Im oberen Bereich die schwarzen Vasen mit roten, gelblichen Figuren bemalt. Diese, auf die ich deute, die können Sie wiederfinden im Speisesaal von Wörlitzer Schloss. Auf dem Kamin, links. Allerdings nicht als Blumenvase missbraucht. Sie sehen, an der Decke über uns schwebt die Göttin der Blumen- und Blütenflora, selbstverständlich nach einem antiken Gemälde. Und wir haben hier sehr repräsentativ eine antike Skulptur, die im 18. Jahrhundert zu einer Flora restauriert wurde, passend gelegen. Die Menschen in der Vergangenheit haben sich eben zu Lebzeiten schon intensiv mit dem Tod beschäftigt, Leben und Tod. Unterwelt, Oberwelt, da waren wir ja heute schon des Öfteren. Uns werden auch gleich wieder die Eiben begleiten, die den Eingang zur Unterwelt gesäumt haben. Und ja, mit dem Leben, mit der Fortpflanzung, mit dem Tod, das findet hier so oft Reflexion im Gartenreich. Also wenn man da tief eindringt, und wird man das erkennen. Und die Menschen im 18. Jahrhundert befassten sich damit sehr intensiv. Sie versuchten, alte, geheime Bräuche und Rituale wiederzuentdecken, wieder aufzudecken, was nur schwer, allerschwerstens möglich war, da es sich ja um Geheimkulte handelte. Und wir kommen dann noch darauf, wenn man zu viel vom Geheimkult ausplaudert, dann wird man getötet. Also wer darüber mythologisch, philosophisch Bescheid weiß, wie es mit dem Leben weitergeht nach dem Tode, der wird leider getötet. Und das plaudert man nicht aus, dieses Wissen, das behält man für sich. Wörlitz findet etwas ganz Besonderes statt. Und zwar wird die Arbeit der Menschen verehrt. Und zwar wird die verehrt bis in die Ewigkeit. Was will ich damit sagen? In Wörlitz gibt es
Gartenbereiche, die nach den Gärtnern benannt wurden. Und das fällt schon den Zeitgenossen auf und sagen, Donnerwetter, sowas haben wir in keinem anderen Fleckchen der Erde gesehen, dass es einen Neumarksgarten gibt. Neumark war der erste Gärtner, der zweite Gärtner des Fürsten, Eiserbeck war der erste. Wir sind vorne am Eiserbeck-Haus vorbeigelaufen, im Luisium, und hier befinden wir uns in Schochs Garten. Schoch war der Urgärtner von Wörlitz, kann man sagen, Vater Schoch. Und sein Sohn Johann George hat es fortgesetzt. Und hier ist Vater Schoch begraben. Mitten im Garten kriegt der Arbeiter ein Denkmal. Der Gartenarbeiter, der Gartenchef. Der Fürst verneigt sich vor ihm und bedankt sich bis in alle Ewigkeit bei ihm. Das ist doch eine unglaubliche Geste. Die Eichen hier in den Bewirtseranlagen haben natürlich auch eine mythologische Bedeutung. Und wir besitzen verschiedene historische Eichenarten. Das sind 9 Stück, die wir hier in der Gartenanlage haben. Sprich, die auch zur Entstehungszeit gepflanzt waren. Und wir besitzen derzeit weit über 20 verschiedene Eichenarten, die wir hier in Wörlitzer Anlagen finden. Garteninspektorenhaus, die große Eiche, die sich dort befindet, das ist die älteste Eiche hier in Wörlitzer Anlagen. Die ist, lässt sich ein bisschen schwierig schätzen. Ich kann aber sagen, dass sie genau 2,03 Meter im Durchmesser ist. Ist die älteste und die ist weit über 400 Jahre alt. Also wir schätzen sie auf ungefähr 450 bis 460 Jahre. Und diese Eichen haben natürlich, oder das ist eine Robur, das ist eine Stieleiche. Hier finden wir die Scharlacheiche mit einer schönen roten Laubfärbung im Herbst. Also wir haben, glaube ich, etwas früh noch damals gesammelt, unser Laub. Auch hier kann man es noch ein klein wenig erkennen. Ich halte mal irgendwas dahinter, dass man es, dass man mal erkennen kann. Auch eine gewisse Besonderheit. Und ja, was hat man mit Eiche oder was hat man, ja, was für einen mythologischen Hintergrund hat die Eiche? Die Eiche war immer ein Symbol der Tapferkeit, der Beständigkeit, der, man kann auch fast sagen, fast Unsterblichkeit, kann man sagen. Und so war es unter anderem ein Brauchtum gewesen, mit sich mit Eichenlaub zu begrenzen. Und so wurde es damals in der römischen Mythologie, wenn jemand, ein Römer, das Leben gerettet hat, wurde derjenige zum Beispiel mit Eichenlaub begrenzt zu dessen Ehren. Und diese Verbindung Leben retten oder vielleicht in Krieg ziehen, da finden wir dieses Eichenlaubbegrenzen auch. Die Quercus robur, sprich diese Stieleiche, die große, die sich dort am Garteninspektorenhaus befindet, ist eher eine hier heimische Eichenart. Die Cochinea, also sprich die Scharlacheiche, die dort drüben steht, die kommt ursprünglich auch aus dem Mittelmeerraum. Die findet man sehr, sehr oft im Mittelmeerraum. In Griechenland findet man die natürlich um einiges häufiger als unsere Robur. Die wächst da so gut wie gar nicht. Und wenn, dann kommt sie nicht gut mit den, ich sag mal so, mit den Wachstumsbedingungen dort zurecht und wird natürlich nicht so groß, wie sie dann hier werden würde. Ja, die Eiche wird beschrieben als Symbol der Dauerhaftigkeit. Sie wächst 300 Jahre in die Länge, wird 120 Fuß hoch und wird mehr als 600 Jahre alt. 120 Fuß sind ungefähr 36 Meter. Die 35 oder 36 Meter müssen das sein. Und die am Garteninspektorenhaus, die hat schon die 30 Meter Marke schon geknackt. Eiche ist natürlich Jupiter. Eichen sollst du weichen und Buchen sollst du suchen, das haben sie auch schon mal irgendwann gehört. Es ist wirklich erstaunlich, dass Blitze sehr häufig in Eichen einschlagen. Und der Blitz ist gleichzeitig das Symbol von Jupiter. Es gibt im anhaltischen Wappen unten unter dem Herzschild ein rotes Schild. Das ist das sogenannte Regalienschild. Also das rechte Schild, hochfürstliche Rechte. Im 19. Jahrhundert. Im Übrigen, falls Sie es nicht wissen sollten, der Fürst Franz hat einen Nachfolger gehabt. Also der gottgleiche Fürst Franz, der das alles hier geschaffen hat, der hatte einen Nachfolger, der ebenfalls sehr schöpferisch, sehr wirkungsreich war.
Die nennen die Hiesigen hier, den nannten die Hiesigen Buschpolte. Da denkt man, Buschpolte, das ist abfällig. Das ist einer, der aus dem Wald kommt oder der aus dem Busch kommt. Nein, überhaupt nicht. Buschpolte, Leopold IV., Friedrich, wurde verehrungsvoll Buschpolte genannt, weil sie sich um die Waldwirtschaft so verdient gemacht hat. Und wer hier durch die Landschaft streift und sieht zwischen Wörlitz und Dessau und darüber hinaus Eichengruppen gepflanzt, aus zwei oder drei Eichen bestehen, die sehr dicht gepflanzt sind. Also das ist nicht eine natürliche Geschichte gewesen, sondern es ist menschliche Willkür, Eichengruppen. Die stammen von Buschpolte. Und ja, der hat sich auf das rote Schild im Wappen besonnen, das Regalienschild, und hat ein mittelalterliches Gesetz ausgekramt, das Eichenregal, das Eichengesetz, wenn Sie so wollen. Und das besagt, jede Eiche im Herzogtum oder Fürstentum gehört dem Fürsten, dem Herzog persönlich. Das wurde äußerst streng aufgefasst. Ich hatte das auch nicht geglaubt, bis ich irgendwann mal im Wasserturm, im Landesarchiv eine Akte oder eine Archivalie fand. Der Herzog, der Fürst, entschied persönlich über das Schicksal jeder Eiche im Land. Da wir vom Zeitalter des Absolutismus sprechen, das wurde sehr streng genommen. Wenn eine tote Eiche gefällt werden sollte, musste der Fürst, der Herzog, gefragt werden, sollte ein Ast aus Verkehrssicherungspflicht heraus abgesägt werden, musste der Herzog gefragt und er wurde gefragt. Nicht? So viel zu den Eichen und zu Jupiter und Absolutismus. Aus Amerika nach Europa gefunden haben, aber es gibt da zwei, drei interessante dendrologische Aspekte. Genau, richtig. Also, wie gesagt, Uwe hat schon vorweggenommen, sogenannte Seesternbaum auch genannt, also sprich Amberbaum. Warum Seesternbaum? Ganz in Kurzform zeigen. Blätter natürlich eine Art eines Seesterns in dieser Form zu erkennen, mit einer wunderschönen Herbstfärbung. Das Exemplar hier drüben wurde 1963 gepflanzt, das andere kleinere Exemplar 1975. Stammt ursprünglich aus dem nordamerikanischen Raum. Die Jahre genutzt wurde, weil eben süß schmeckt und dergleichen. Aber auch das Holz riecht süßlich. Also es wird dann natürlich auch von gewissen Kunsthandwerkern auch sehr, sehr gern verwendet, weil es vor allen Dingen dauerhaft auch riecht. Also es riecht über mehrere Jahre, das Amberholz richtig würzig und süß. Also das ist dort eine gewisse Besonderheit, was man dem Amberbaum halt zuordnen tut. Und was auch sehr, sehr gern gemacht wird, sind junge Zweige, werden als Wünschelruten genutzt, also von Wünschelrutengänger. Also man soll wohl die größte Chance, Wasser zu finden, halt mit einer Amberbaum-Wünschelrute halt haben. Nochmal etwas, ein bisschen zur Ewigkeit. Das Monument ist ja eine Erinnerung an die uralte Fürstenfamilie von Anhalt-Dessau. Wenn Sie im Wörlitzer Schloss stehen und sind im Speisesaal, dann stehen Sie in der Ahnengalerie des Hauses Anhalt-Dessau und schauen in nördlicher Richtung durch die Türe, durch das rechte untere Fenster in den Garten und sehen am Ende der Sichtachse, die über Schochs Garten führt, das Monument stehen. Das ist die Ahnengalerie des Parks. Und innen drinne ist eben die fürstliche Familie aus dem Ende des 16. Jahrhunderts, als Porträt zumindest, versammelt. Die Familie geht noch weiter zurück, das ist im gotischen Haus, also ein ganz anderes Thema. Bis auf den Fürsten Franz und seine Nachfahren vollenden diese Galerie bis zum Ende der Monarchie 1918. Obendrauf auf dem Monument steht eine antike Säule und die vermittelt den Gedanken, unsere Familie lässt sich bis in die Antike nachvollziehen, nachspüren, was Humbug ist. Aber es war ein toller Gedanke, mit dem man spielt.
Und die Eingeweihten und Standesgenossen, ja, selbstverständlich, wir ja selber auch. Also die antike Säule steht für die Spuren bis in die Antike zurückverfolgbar. Spinne ich jetzt schon oder ist da irgendetwas dran? Natürlich ist da was dran. Und zwar gehen wir mit unserer Familie Anhalt zurück bis ins sagenhafte Troja, in den Trojanischen Krieg. Troja wird von den Griechen überrannt und einer der Helden flieht, das ist Aeneas. Und er packt sich auf seine Schulter den kranken Vater Anchises. Anchises hatte ein Verhältnis mit Venus. Und die Frucht dieses Verhältnisses ist Aeneas. Und auf den Schultern Anchises, Venus. Hm? Und an der Hand der Sohn. Und der Sohn hat einen tollen Namen. Der heißt nämlich Ascanius. Und Askanien ist die lateinische Form von Anhalt. Da haben wir es. Die Flucht geht über das Mittelmeer bis in die Region des Golfs von Neapel, bis nach Kumel. Dort soll das Orakel befragt werden, wie geht es in der Zukunft weiter. Und er muss die Unterwelt besuchen. Askanius, Aeneas und so weiter. Aber in die Unterwelt kommt man als Lebender eigentlich nicht rein. Da geht der Blick zum Himmel und Venus wird um Hilfe angefleht. Und Venus schickt Tauben in einen Wald, um Mistelzweige zu sammeln. Und so regnen aus der Luft Mistelzweige auf Aeneas. Er packt einen Mistelzweig da hinten. Das ganze Gebiet ist ja voll, ja, diese Kugeln. Packt diesen Mistelzweig, öffnet das Tor zur Unterwelt, betritt die Unterwelt, erfährt über seine Zukunft. Und nur mit dem Mistelzweig in der Hand kann er auch wieder raus. So viel zur Mythologie der Mistel. Wurde eingeschleppt und sie heißt Weiße Mistel, sagt man dazu. Und die verbreitet sich, also ist so ein kleiner Vorbote des bevorstehenden Klimawandels, kann man sagen. Die verbreitet sich derzeit zehnmal so schnell, als sie das vor 10 Jahren gemacht hat. Wir durch das Eschenkrieg sterben, ist unsere heimische Esche, also sprich diese gemeine Esche Excelsior und die schmalblättrige Esche eigentlich gänzlich verlieren werden. Also die gehen vollkommen kaputt. Alte Bäume werden davon weniger befallen, aber eigentlich so Jungbäume oder die sämtlichen Forstbestände, die haben dort keine Chance. Und um nochmal diesen Bogen zur Thematik Troja nochmal zu bekommen, der Speer des Achilles, der war aus Eschenholz gefertigt. Aber nicht aus der normalen gemeinen Esche, sondern aus Fraxinus ornus, das ist die Blumenesche oder Manna-Esche genannt. Die hat so eine besondere, Blütenfracht, wird aber bei uns hier allerdings nicht sehr groß, also nicht mehr als, ich sag mal, vielleicht 15, 16 Meter. Mehr packt die hier bei uns nicht. Wir hatten mal ein Exemplar dort in der Nähe von der Schoriana stehen, aber die hat leider der Biber abgefressen. Hat man früher immer darauf geachtet, dass hier in der Gartenanlage nur männliche Exemplare gepflanzt werden und nicht die weiblichen Exemplare. Hier haben wir nochmal ein Blatt vom Ginkgo, gabelblättrige Bäume. Man zählten immer zu Nadelgehölzen, also zu Nadelbäumen mit dazu, obwohl es eigentlich gabelblättrig eine eigene Baumartsparte, kann man fast sagen, darstellt. Und der Ginkgo selber, also man hat penibel darauf geachtet, dass immer nur die Männchen hier im Park gepflanzt werden und vielleicht in den Randgebieten dann halt mehr die Weibchen gepflanzt werden. Das ist aber sehr schwierig herauszubekommen oder sich mal zu unterscheiden, was ist denn jetzt eigentlich in der Baumschule ein Männchen, was ist denn ein Weibchen? Es gibt zwei unterschiedliche Merkmale. Eins, auf das es ein bisschen wenig Verlass, das ist der Austrieb, man sagt, oder es wurde beobachtet, dass die Weibchen ungefähr eine Woche später austreiben, als das die Männchen tun. Und wieder der schlanke, geradlinige Wuchs des Ginkgo-Baums zeigt,
auf ein Männchen und mehr weiter ausladende Kronen oder stärkere, größere Seitenäste zeigen eben oder weisen mehr auf ein Weibchen. Ich muss dazu sagen, in der Baumschule wurde das schöne, schlanke Exemplar ausgesucht. Aber wer noch ein bisschen näher rangeht, der sieht ungefähr in den obersten anderthalb Metern, wie dort was drin. Die menschliche Hand spürt man in Gestalt dieser Sichtachsen. Zur Synagoge, zur St. Petrikirche, Warnungsaltar. Da drüben auf dem anderen Ufer des Sees. Die Natur arbeitet gegen das Kunstwerk und das, daher braucht es die Gärtner, die die Natur wieder auf ein Maß zurückdrängen, dass eben das Kunstwerk wieder sichtbar wird. Hier haben Sie den herrlichen Ausblick auf die Elbaue als Naturkunstwerk oder als Naturwerk. Wir sehen durch die Bäume jetzt im Winter schön durchschimmern unser nächstes Ziel, das Pantheon, dort in dieser Gehölzgruppe. Wir sehen am Ende dieses Walds ein Ziel, das Wachhaus zum Pferde. Und schließlich sind wir wieder an der Synagoge und haben uns 360 Grad um uns gedreht an diesem Punkt. Unterhalb der goldenen Urne, die auch eingehaut ist.